Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie an mir sind. Und in der Tat, ich bin ungefähr 300 Meter von hier aufgewachsen. Also das ist sozusagen mein Heimatrevier. Um die Ecke wohnt heute noch mein Vater. Und in der Runde sage ich auch noch mein pflegebedürftiger Vater. Insofern, ich habe dem Bundestag gesagt, wir pflegen nicht den demografischen Wandel, sondern wenn über Pflege die, die so meine Generation sind, reden, dann reden wir über unsere Mütter und Väter. Das ist meine zweite Veranstaltung in Duisburg, das war die erste. Und diese Möglichkeit der Mitarbeit von den Akteuren vor Ort, die halt tagtäglich mit den Begrifflichkeiten, mit der Gesetzgebung umgehen müssen, die Möglichkeit, dass die sich aktiv in den Prozess einbringen können, ist natürlich sehr herausragend. Und kann man sich oder sollte man sich auch bei anderen Gesetzgebungen sicherlich mal überlegen, ob das vielleicht ein guter Weg ist? Ich finde das eigentlich ein gutes Angebot, weil verschiedene Professionen zusammenkommen, auch verschiedene Bereiche der Altenhilfe, weil ich den Austausch oder diese sogenannte interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig finde, weil ich denke, dass auch die Grenzen zwischen den Angeboten verschwimmen werden. Also Menschen, die ambulant versorgt werden, nehmen ja auch immer mal wieder Leistungen im stationären Bereich in Anspruch. Aber ich denke, dass die Durchlässigkeit aus dem stationären Bereich wieder raus auch größer wird. Und ich finde das einfach ein gutes Format, so aus erster Hand Informationen zu kriegen und auch noch ein bisschen Einfluss nehmen zu können, natürlich im Sinne der Betroffenen auf ein neues Gesetz. Ich muss sagen, ich habe noch in keinem Gesetzgebungsverfahren eine derart große Beteiligung der breiten Beteiligten erfahren. Also das begrüße ich sehr, dass die Bundesregierung, vertreten durch das BMG, die Nöte und Sorgen und Fragen derer berücksichtigt, die nachher die Sachen noch umsetzen müssen. Für mich war es unbedingt spannend zuzuhören am Tisch. Natürlich wurde ich auch gefragt, aber auch zuzuhören, wie sich viele im ambulanten Pflegedienst, in der Pflegeeinrichtung, bei der Pflegekasse, in der Stadtverwaltung auf den Weg machen. Fragen haben, aber auch begeistert sind, dass es ein Stück nach vorne geht, dass man Menschen, denen man in der Vergangenheit etwa als demenziell Erkrankten und ihren Angehörigen nicht gut helfen kann, in Zukunft besser helfen kann. Aber auch das Wissen, dass Fragen auf diese Menschen einprasseln werden, von Pflegebedürftigen, von ihren Angehörigen. Es war sehr spannend und hat mich daran bestärkt, wir können das, was wir wollen, nur erreichen in einem ganz engen Schulterschluss mit denen, die vor Ort in den Einrichtungen Verantwortung tragen, und deswegen diese Regionaldialoge.